Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wir machen einen Fairy Look, aber mehr so ein bisschen auf traurig und ein bisschen böse auch. Also seid gespannt und falls ihr noch Inspiration sucht für Halloween, seid ihr jetzt richtig, weil ich kann richtig gut schminken. Dann bis gleich. Ich bin schon gespannt, wie das TikTok wird. Willst du was versuchen dann? Was? Urban Decay? Was ist das? Make-up-Settings. Sehr teure Marke. Immer kommt der her mit so, willst du was versuchen? Und dann kommt es mit so einem Fläschchen und irgendwie komme ich mir gut vor. Mit Fläschchen. Der, wie so eine Hexe im Wald, genau. Willst du was probieren? Nein, sie kommen so ein und dann so, schau mal, was ich da habe. Du kannst bei meiner TikTok aussuchen, weil wir machen selber mehr. Ich kann deins nicht entsperren, ich habe sie da liegen, ich hätte schon versucht. Ja? Das ist so ein Ding. Na, das was, warum? Weil es zufällig mehr Gesichtserkennung drin hat. Zufällig. Vielleicht erkennt sich jetzt nicht mehr. Er hat es erkannt, aber bei der Maske hat er mich schon nicht mehr erkannt. Mal. Ja, das schaut irgendwie so geil aus zu dem Look, so irgendwie, keine Ahnung. Die darf so anpassen. Ich nehme ihn an, wenn du ihn nicht nimmst. Bitte. Ich liebe es. Welchen Lippenstift? Ja. Ja, der, schau mal bitte. Der passt. Schaut aber gut der aus. Der ist crazy, gell? Voll. Aber geil. Der darf da, glaube ich, mit so normalen Make-up anpassen. Ich hoffe, das schaut geil aus, so wie ich mich gerade gefühlt habe. Mit dem Urban Decay 40-Euro-Spray in mein Gesicht.
So Friends, ihr seht hier meinen fertigen Look und ich fühle mich auch dementsprechend cool. Also der sieht echt mega hammergeil aus. Die Perücke ist auch mega. Und mir gefällt es so gut mit dem Cutty und dann Stirnfransen. Und ja, muss ich echt sagen, richtig, richtig gut geschminkt. Danke dafür. Großes Kompliment geht raus. Shoutout. Wir haben am Ende auch noch das Setting Spray von Urban Decay benutzt und es passt ja wohl auch so, so gut zu dem Look mit dem Lila. Es ist einfach nur krass. Ich finde das Produkt sehr gut. Also ich muss sagen, da verschmilzt das Make-up echt nochmal perfekt mit, besonders mit solchen aufwendigeren Looks. Also kann ich euch nur empfehlen. Ist halt ein bisschen teurer, aber sie hat sich's gegönnt und deshalb habe ich mir auch gegönnt. Und ja. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch der Look gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich schon wieder und sage Tschüss!